Also, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie hier im Namen der Schulleitung zur Eröffnung dieser Ausstellung zur Schulgeschichte. Und wenn ich mich hier umgucke, sehe ich doch recht viele Gesichter, die ich kenne, die eine besondere Beziehung zu dieser Schule haben. Zum einen zur ehemaligen Peter-Göring-Oberschule und zum anderen auch zum Gymnasium am Tannenberg hier im Hause. Ich selber bin seit 1993 hier in dieser Schule tätig, habe also den gesamten Umbau und Neubau hier noch mitbekommen. Viele meiner Freunde sind hier zur Schule gegangen. Mein Vater war selber Lehrer hier an dieser Schule. Und in diesem Sinne freue ich mich ganz besonders, dass Herr Hoger dieses Thema mal auf sich genommen hat und schon zum zweiten Mal mit einem Wahlpflichtkurs dieses Thema bearbeitet. Ich finde das immer gut, wenn Schüler sich für Geschichte interessieren. Und ich finde es auch umso besser, wenn Schüler selber zu Worte kommen. Deshalb wird Svenja Rossig uns jetzt ein Stück am Klavier vorspielen. Dann übergebe ich dieses Mikrofon an Sarah Neumann, die dann die Rede des Kurses halten wird und etwas zu der Ausstellung erzählt. Anschließend werden wir einen kleinen Film sehen. Da wird Herr Hoger sich sicher drum kümmern. Und danach wollen wir dann die Ausstellung besuchen. Und anschließend laden wir nochmals einen kleinen Imbiss hier am Buffet ein. Danke. Sehr geehrte Gäste, wir, die Schüler des Wahlpflichtkurses Regionalgeschichte der Klassenstufe 10 von Herrn Hoger, bedanken uns, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Die Ausstellung, die wir Ihnen heute präsentieren wollen, beinhaltet die Geschichte unserer Schule. Mit Hilfe von Bildern und Zeitungsartikeln sowie einem 10-minütigen Film bringen wir Ihnen die Geschichte dieses Hauses näher. Wir beginnen mit der Zeit der Polytechnischen Oberschule POS Peter Göring in der DDR und zeigen die Umwandlung zum Gymnasium in den 90er Jahren. Außerdem gewähren wir auch interessante Einblicke in das Schulleben der heutigen Zeit.
Besonderer Dank für die Unterstützung dieses Projektes durch Materialien gehen an Herrn Riedersburg, der uns die OZ-Zeitung geliehen hat, Herr Henning durch Bereitstellung seiner Fotos und Frau Freiholz, die uns die Chronik ihres Vaters, des ersten Schulleiters Uli Brandt, zur Verfügung gestellt hat. Auch allen anderen, die uns Material zur Verfügung gestellt haben, sagen wir Danke. Außerdem bedanken wir uns bei unserem ehemaligen Wahlpflichtkurs für die Vorarbeiten. Nicht zuletzt bedanken wir uns bei Frau Rüß und Herr Rillinger für die Unterstützung der Vorbereitungen und Svenja Rossig für die musikalische Begleitung. Wir bieten Ihnen in unserer Ausstellung leider nur eine kleine Auswahl der vorhandenen Materialien, aus denen später eine Schulchronik entstehen soll. Im Anschluss wird ein Buffet von unseren Schülern bereitgestellt, das Sie hier sehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich wollte mich auch nochmal im Namen des Bürgermeisters bei euch bedanken. Wir kennen uns ja von euren Besuchen im Stadtarchiv, ne, und wir haben ein paar Sachen auch zusammen gemacht. Und wir freuen uns, dass ihr das mal in Angriff genommen habt, diese Geschichte der Schule zu erforschen. Und als kleines Dankeschön ein Gruß vom Bürgermeister. Später geworden. Das nächste Haus, ne? Ach, wo ist das hier? Das ist Mein Schwiegervater hat hier an der Schule gearbeitet, also es gibt eine ganze Reihe von Berührungspunkten mit dieser Schule. Und ich freue mich, dass es gelungen ist, mal solche Ausstellungen hier in Gang zu bringen und kann euch nur beglückwünschen, was ihr hier gemacht habt. Wie fanden Sie denn bisher die Umsetzung dieser Vorstellung und haben Sie eventuell Verbesserungsvorschläge? Nein, ich denke, ihr habt noch eine ganze Fülle von Material, was man weiter bearbeiten kann und auch verwenden kann. Und ich hoffe, das werdet ihr auch machen oder die nächsten Kurse, die Wahlpflichtkurse, die sich mit Geschichte beschäftigen. Es ist immer gut, wenn sich Schüler mit Geschichte beschäftigen. Und ich denke, da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben. Vielen Dank. Bitte, bitte. Was haben Sie für eine Beziehung zu der Schule und warum kamen Sie zu dieser Ausstellung? Ja, ich bin der Chronist der Stadt Grevesmühlen und habe insofern immer alles verfolgt, was mit dieser Geschichte dieser Schule im Zusammenhang steht und stand. Und ich habe auch Herrn Hoger unterstützt. Ich habe die Ostsee-Zeitung seit der Wende aufbewahrt bei mir zu Hause und Herrn Hoger für die Auswertung auch zur Verfügung gestellt. Und außerdem, meine Frau war hier von 1961, von der Eröffnung der Schule an, bis 1991 Lehrerin. Und insofern habe ich natürlich eine sehr enge Verbindung zu diesem Gebäude und zur Schule. Wie finden Sie die Idee, dass wir eine Ausstellung machen und wie finden Sie deren Umsetzung? Die zweite Frage habe ich nicht verstanden. Wie finden Sie deren Umsetzung? Ja, also ich finde es ganz großartig, dass das Gymnasium sich der Vorgängerschule erinnert. Eigentlich haben ja beide Schulen nichts miteinander zu tun. Und das Gymnasium nutzt zwar einige Teile der ehemaligen Schule, der ehemaligen Peter-Göring-Schule, aber das Gymnasium ist ein viel größerer Bau geworden. Ich finde es gut, auch wie diese Ausstellung umgesetzt worden ist, dass man sich der alten Dinge erinnert und auch der neuen Zeit widmet. Hätten Sie trotzdem noch Verbesserungsvorschläge? Das kann man jetzt, glaube ich, auf einen schnellen Blick nicht sagen. Und vor allem hier habe ich jetzt ja bisher nur diese Ausstellung gesehen. Es soll ja noch einen Raum geben und der bringt sicherlich auch noch interessante Dinge. Ich bin 30 Jahre an dieser Schule gewesen, bis zur Wende. Warum kamen Sie zu dieser Ausstellung? Weil meine Chroniken hier liegen. Und ich freue mich, dass sie hier liegen, aber okay. Die Idee ist ganz toll. Man sollte sich wirklich darauf berufen, woher kommt die Schule, wie lange existiert sie und welche Lehrer waren hier an der Schule, dass ein Bild hier steht vom Kollegium unserer Schule, finde ich gut. Aber es gibt eben noch alte Fotos, die hätte man noch mit reinnehmen können vom Kollegium. Das meine ich. Das ist